Mahlzeit, der Hawkeye. Ich habe heute für euch ein bisschen Gameplay aus der Airsoft-Halle in Lippstadt. Mr. Airsoft. Waren ein paar schöne Runden, ich war mit ein paar Jungs da. Leider waren die Spiele nicht ganz ausgeglichen. Wir hatten ein Team, das als gesamtes Team angereist war, was gespielt hat. Dann hatten wir eine lose Gruppe und unsere lose Gruppe. Und während dem Spiel hat man sehr deutlich gemerkt, dass das eingespielte Team sehr dominant und aber auch sehr passiv gespielt hat, sich sehr viel festgesetzt hat und das andere Team sehr weit hinten geblieben ist und wir somit das ganze Spielfeld dominiert hatten. Ich hatte dafür eine kreative Lösung, aber das ist halt leider so manchmal, dass dann Spielteams nicht ausgeglichen sind und dann muss die Orga natürlich entsprechend reagieren. Lade. Deckung halten, wenn ich lade. Deckung halten, wenn ich lade. Hallo, Motherfucker. Ja. Die ist gar nicht losgegangen. Die ist nicht losgegangen. Hit. Alter. Hintere Tür. Durch. Hey, wo ist denn hier jeder? Leute, kommt doch mit! Komplett alleine, ich dachte, ihr kommt hinterher. Scheiße. Ach, hier geht's ja gar nicht durch. Hier ist keiner. Hab ich die nicht? Nee. Wo ist denn die Uhr? Ah, hier. Orga? Kein einziger Gegner auf dem Spielfeld. Also ging ich zu dem Orga und wechselte das Team, um ein bisschen Ausgleich zu schaffen. Das führte natürlich zu ein wenig Verwirrung in meinem eigenen Team, aber besser als wenn man die ganze Zeit in der Ecke sitzt und kein Gegner kommt. Ganz hinten durch. Da hinten in der Ecke. Jo, schön, ich hab Team gewechselt. Denman! Ich hab Team gewechselt!
Wie bitte? Wie bitte? Okay. Beim Sichten der Videos ist mir aufgefallen, dass der Gegner mich hier definitiv erwischt haben muss. Aber das passiert halt bei so einem schnellen Spielmodus. Und da soll man nicht frustriert sein oder sauer sein, einfach hingehen, hey, ich hab dich erwischt, geh mal mit raus und dann ist die Sache gegessen. Da braucht man sich nicht aufregen, das passiert und ist keine Absicht. Team, oh, ich soll gerade die Uhr holen. Komm. Hast du geschossen? Ich hab nicht gemerkt. Ja. Hier, hier. Naja. Blau nachziehen. Blau nachziehen. Komm, komm, komm. Zack, zack. Nachziehen. Sauber. Hab einen. So, das ist also vernünftige, wenn die hier hinten hocken. Ich bin in dem Raum gewesen, es war kein Gegner hier da, als ich rot war. Nur am besten vorher mit der Orga sprechen, weil es... Ich hab doch mit dir. Ich habe gesagt, ich wechsle, ist das okay? Und du hast mir das... Achso, ich habe gedacht, ich soll nur wechseln, weil du vorhin noch so warst. Ich hatte ein rotes und... Ja, ich habe gedacht, das wäre von vorhin noch, von vormittags, deswegen. Achso, nee, ich bin gewechselt, sorry, da habe ich das nicht klar kommuniziert. Nein, alles gut. Haben wir alles problemlos gelöst. Ist doch nicht so schlimm. Ja, deswegen. Okay. Jawohl, rein, komm wieder rein. Das ist gut. Ja, ja. Die kommen, Gas geben, die kommen. Was? Ich habe nichts gemerkt. Hast du mich gekriegt? Ja, okay. Die beste. Nee, alles gut. Alles gut. Manchmal kriegst du nicht mit. Hast du die Uhr? Habt ihr die Uhr? Sehr gut. Genau, die Ecke halten und hier Druck machen. Blau, blau, blau. 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 Schön gemacht. Schön gut. Sollen wir zu viert zu Team zu Blau gehen, damit das ausgeglichen ist? Ja, aber da brauchen Team Rot, Team Blau. Wir brauchen jetzt vielleicht Leute. Nachdem du gewechselt hast, war es ziemlich. Ist ein Mann? Danach war es ausgeglichen, fand ich, weil. Ja, ja, danach war heftig. Danach war gut. Weil ich hab die halt ein bisschen gepusht, die haben sich nicht bewegt, ich hab Druck gemacht, Leute, ja, komm, komm, komm. Das hat man gemerkt. Da ist ja egal, nur schön ins Gesicht geschossen. Ja, ja, alles gut. Das ist der Jonas.